können, weil es gibt Tage, wo man dann auch akzeptieren muss, dass nicht mehr drin ist. Was aber eigentlich für uns viel schwieriger wiegt, ist zum einen die wahrscheinlich doch sehr schwere Verletzung von Christian Beck, der sich im Gesicht verletzt hat. Bei Ilja Korot muss man mal abwarten. Und insofern ist das dann auch für uns heute hier ein gebrauchter Tag. Aber das wissen wir, dass wir sicherlich nicht uns von diesem Spiel heute umwerfen lassen. Im Gegenteil, wir haben nächste Woche die Chance, diese Scharte auszuwetzen. Jetzt werden wir uns ordentlich ärgern auf der Rückfahrt und dann werden wir wieder positiv weitermachen. Danke. Vielen Dank, Herr Thorsten, bitte. Ja, herzlichen Dank für die Glückwünsche. Ich habe die letzte Woche wieder. Erstmal danke für die Glückwünsche und in den letzten Wochen war es ja immer so, dass ich den Gegner beglückwünscht habe zum Sieg. Heute nehmen wir diesen Sieg natürlich sehr gerne mit, weil es ein wichtiger Sieg war, ein wichtiges Spiel und ich freue mich am meisten, dass zwei Jungs wie Enis Hayri, der das Kopfballtor macht, aber auch Kevin Wolze, beides Urgestein hier des MSV, die durch die von dünn gegangen sind, die spielentscheidenden Männer waren. Für die beiden, insbesondere für Kevin, freut mich sehr, weil er momentan einen schweren Stand irgendwo hat, aber den Jungen hier fallen zu lassen, den Jungen nicht zu unterstützen, das glaube ich wäre fatal und deswegen freut mich insgeheim für die beiden, dass sie diesen Sieg dann für uns nach Hause gefahren haben. Vielen Dank. Thorsten, gibt es Fragen an die beiden Trainer? Bitte, und das Ganze wieder und voll, bitte. Ja, Thorsten, du hast ja gerade schon angesprochen, aber kannst du vielleicht mal in zwei, drei Sätzen vielleicht auch nochmal sagen, was den Innis, den Drama Innis, sage ich jetzt mal, auszeichnet und was du an ihm besonders schätzt? Seine Durchgeknalltheit, die er tagtäglich im Training zeigt, in der Kabine zeigt. Er ist nicht immer ganz einfach zu handeln. Aber er ist zu handeln und das zeichnet ihn aus. Aber ich glaube, ich habe jetzt zwei genannt, weil es mich für die ungemein freut. Und ich freue mich auch für eine Mannschaftsleistung, die wir heute gezeigt haben. Und dementsprechend, wie gesagt, war es ein wichtiger Sieg und ein Sieg, der viel hier freigesetzt hat. Das hat man ja auch gemerkt im Stadion, dass es danach dann eine wahnsinnige Freude war, dass man heute diesen Sieg errungen hat. Dann nochmal eine Nachfrage, der Sportliche, kann das nach dem 0-0 schon jetzt im letzten Auswärtsspiel und jetzt im 1-0 auch genau dieses Pendel sein, was man manchmal braucht, dass es dann zum Guten wieder ausgeht, was ihr oft genug schon zum Schlechten hattet, dass das die Saison, den Rest der Saison für euch sehr entscheidend mit beeinflussen kann, der Ausgang dieses Spieles in der Art und Weise? Das Spiel hat gezeigt, dass es wahnsinnig eng zugeht, ja, und nächste Woche dann in Regensburg. Es wird nicht weniger intensiv, deswegen fällt mir das natürlich immer schwer damit, aber Fakt ist, wir haben in Aue zu Null gespielt, wir haben jetzt hier zu Null gespielt und wir haben uns, denke ich, das verdient einfach auch, weil wir immer beharrlich geblieben sind und auch das bleiben wollen. Fakt ist, es war ein Sieg, ein wichtiger Sieg. Wir freuen uns alle und haken das dann aber auch ab, weil wir uns vorbereiten müssen auf Regensburg. In dem Zusammenhang wünsche ich natürlich Micha auch im FC Magdeburg alles Gute für die nächsten Spiele. So, weitere Fragen. Ist nicht der Fall, Michael, dann gute Besserung noch von uns an Christian Beck. Und guten Heimweg. Danke fürs Kommen.